Neuntens. Die richtende Rita. Balken im Auge? Ich? Die meisten der verrückten Christen, die wir uns bisher angesehen haben, weisen auch ein paar positive Züge auf. Zu der Person, um die es in diesem Kapitel geht, fällt mir aber beim besten Willen kaum etwas Gutes ein. Das geht. Kein. Na schön. Man könnte argumentieren, dass Rita sorgfältig auf das achtet, was sie glaubt. Und sie prüft alle Leute auf Herz und Nieren, ehe sie sie mit ihrem Vertrauen beehrt. Leider fällt der größte Teil der Menschheit bei dieser Prüfung durch. Und so kann die arme Rita fast keinem Menschen vertrauen. Sie hat eine verblüffende Gabe, in jeder Kirche, bei jeder Lehre, bei jedem christlichen Lebensstil natürlich, bei jedem Christen sofort zu entdecken, was nicht in Ordnung ist. Wenn sie also einen guten Splittersucher brauchen, sind sie mit Rita bestens bedient. Suchen sie jemanden, der ihr Leben unter die Lupe nimmt, wenden sie sich vertrauensvoll an Rita. Rita hat sie im Nu durchschaut und kann ihnen ohne falsche Rücksicht ihre Lebensbilanz präsentieren, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig lässt. Keine Sorge, die roten Zahlen sind so deutlich ausgewiesen, dass sie sie nicht übersehen können. Was? Sie leiden unter Selbstbewusstsein? Kein Problem. Wenn Rita erst mit ihnen fertig ist, sind sie so klein, dass sie aufrecht unter den Teppich passen. Rita ist übrigens Suppenspezialistin. Sie findet garantiert das Toupet in jeder Suppe. Aber damit genug des Lobes. Was macht Rita denn falsch? Fällt sie in den Graben? Die richtende Rita ist das Gegenteil der gutgläubigen Gundula. Sie ist auf der anderen Seite vom Pferd gefallen und liegt nun Gundula gegenüber im Graben. Wenn man die beiden nur zusammen... Ja, das wäre so toll, ey. Und motivieren könnte, voneinander zu lernen, müssten eigentlich zwei ganz passable Persönlichkeiten. Aber das ist es nämlich. Darum geht's, Leute. Darum geht's in der Mutter-Tochter-Revolution. Rita und Gundula. Ritas wohl größtes Problem ist, dass sie anscheinend keinen Sinn für Vielfalt hat. Sie gehört zu jenen Leuten, die jeden Tag auf dem gleichen Weg zur Arbeit fahren, stets dasselbe zum Mittagessen und in den letzten 30 Jahren immer in der dritten Juliwoche Ferien in derselben schlichten Pension in Ödenwald gemacht haben. Dass Abwechslung Freude macht und dass, wie wir in Kapitel 1 gesehen haben, Gott ein Gott der Vielfalt ist, der eine bunte Welt und nicht zuletzt eine kunterbunte Menschheit geschaffen hat, das hat Rita nie richtig begriffen. Dabei müsste sie sich nur einmal in der Natur umschauen. Die fast unendliche Vielfalt an Schmetterlingen und Käfern, an Pflanzen und Tieren, an Menschen und ihren Charakteren. All das deutet darauf hin, dass Gott wohl nie mit Kreditkarte bezahlen könnte, weil er nie zweimal gleich unterschreibt. Für Rita hingegen ist alles, was nicht in ihr Schema passt, falsch. Ich erinnere mich an einen Vortrag des inzwischen verstorbenen David Duplessis, den ich auf Kassette hörte. Duplessis wurde als einer der Väter der charismatischen Bewegung bezeichnet und er schilderte da seine erste Begegnung mit führenden katholischen Persönlichkeiten. Man hatte ihn zu einem interkonfessionellen Forum im Vatikan eingeladen und mit Furcht und Zittern und voller Vorurteile wagte er sich in die Hölle des Löwen, die Höhle des Löwen. Er erwartete dort auf eine Horde ketzerischer Teufel zu treffen und erfuhr später, dass diese Teufel ihn ihrerseits als ausgeflippten Urnen erwartet hatten. Bald entdeckte er jedoch, dass er mit den Leuten, mit denen er am Tisch saß, durchaus einiges gemeinsam hatte und dass seine Vorurteile mehr auf Unkenntnis beruhten als auf soliden biblischen Grundsätzen. Wenn Rita sich doch bloß Zeit nähme und mit den Leuten redete, die sie verachtet oder verurteilt, dann würde sie unter Umständen feststellen, dass diese Menschen Einsichten und Erkenntnisse haben, von denen sie lernen kann und ihr helfen können, ihren Horizont zu erweitern. Vor ein paar Tagen erhielt ich Post von einem anglikanischen Priester. Er schrieb, er sei im liberalen oder anglo-katholischen Zweig der Kirche aufgewachsen und habe unsere Gemeinde immer als engstirnig überprüft.
bevorzugend fundamentalistisch und arrogant abgestempelt. Diese Meinung habe er nie in Frage stellen oder revidieren müssen, erklärte er, denn er sei nie persönlich jemandem aus unserer Kirche begegnet. Nun habe er aber einen Zeitungsartikel gelesen, in dem unsere Glaubensgrundlage beschrieben und geschildert worden sei, wie sich unsere Kirche in der Gesellschaft engagiere und welche positiven Auswirkungen das habe. Jetzt wolle er sich für sein unbegründetes Urteil entschuldigen und das Gespräch mit uns suchen. Mir ist aufgegangen, schrieb er, dass wir vom liberalen Flügel der Kirche ebenso voreingenommen und verurteilend sein können wie die, die wir kritisieren. Ich glaube, dass die Kirche viele Jahre lang den Wert theologischer Linientreue der